Ich möchte das nicht. Ich will's nicht. Ich nehme das Messer nicht in die Hand. Gib das lieber dem Bruderherz. Und lass es einfach direkt da liegen. Ich muss es aufnehmen, egal wie. Oh, da steht was. Hey! Hier steht, heute gibt's Rinderragout. Heute gibt's Rinderragout. Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Gegrillte Heilwut mit Kartoffeln und Limabohnen. Roastbeef mit frischem Gemüse. Roastbeef mit Salat und roter Beete. Gebratenes Lamm mit Kartoffeln und Karotten. Rinderragout. Schmorleber mit Buttererbsen. Und Erbsensuppe gibt es dienstags. Wer jetzt Hunger hat, den Stream nicht abschalten. Weitergucken. Du hast irgendein Geheimnis gefunden. Ja. Und in dem Moment macht's bei mir hier Klack. Ich hab ne Mütze aufgehoben. Ich geb dir gleich von deinem Titelbild bei Facebook. Soupe du jour, Mademoiselle? Als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte, bleib cool. Ich mach doch nur Spaß. Die Mütze ist eigentlich mit dem großen D, meinst du? Okay, da habe ich mich gerade leicht verjagt. Hast du dir gerade in die Hose geschissen? Nein. So schlimm war es dann nicht. Ich auf einmal ist hier Dampf rausgesprüht und da war ich nicht drauf vorbereitet. Also wegen der Mütze mit dem großen D, das kommt aus The Walking Dead. Nein, nee. Scheiße. Oh, schon wieder so eine Fackratte. Alex, was ist denn? Sieh doch mal selbst. Wow. Okay, was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Waren wir hier schon mal? Was war das? Schreiende Leiche. Ein kleines gefunden. Vielleicht musst du mal zum Ohrenarzt kommen. Du hast wieder was gefunden und hier gibt's wieder Musik im Hintergrund, ey. Ich habe ein Notebook gefunden. Ein Notizblock oder wirklich ein Notebook mit? Hier steht echt Notebook. Ein Notebook. Okay. Wir sind noch nicht lange auf See, aber das Essen habe ich schon gehörig satt. Der Fraß heute Abend war ein Witz. Ich denke mir, die Köche machen schon das Beste aus dem, was wir haben. Aber für etwas Frisches könnte ich töten. Das Erste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, ist ein großes Glas voller frischer, kalter Milch trinken. Das hast du das letzte Mal vorgelesen. Ich habe mir nämlich heute die alten Folgen mal reingezogen. Ah, und trotzdem erschreckst du dich? Nee, ich habe vorgespult so schnell. Ah. Genau. So einzelne Bruchstücke habe ich mir durchgezogen, weil wir haben, Ich habe hier eine Vorahnung. 8, 16, 24 Folgen, so viel ich weiß. Lol, echt? Ja, alle 30 Minuten lang. Okay. So, Geheimnis. Also, wie ist die Vorahnung? Okay. Du hast ein Bild gefunden. Ah. Okay, etwas mit Kapuze, einem Stock mit einem Teufel oben drauf. Okay, ich habe hier auch ein Bild an der Wand. Oh oh, irgendeiner kriegt das Messer. Oh, der Brillenträger kriegt das Messer in die Hand, der Nerd. Der kriegt das Messer in den Bauch. Gevatter tot, die Vorahnung. Nicht gut. Nicht gut. Gut, dass wir das wissen. Nicht mit dem Messer zustechen. Wenn jetzt also wieder irgendwas... Ja. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du... Ich meine, hast du nichts gehört? Oh Scheiße, er hat das Messer in der Hand. Okay, dann sollten wir weiter.
Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Ich lach dich nicht aus. Also pass auf, der andere hat das Messer in der Hand. Wir müssen aufpassen. Okay. Es wird nicht zugeschlossen. Okay, hier waren wir schon. Bin mir ganz sicher. Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Okay, ich komme nicht weiter. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen hier... Oh mein Gott. Kommt Brett aus dem Nichts. Hast du ihn erstochen? Nein. Okay. Okay, nein. Da mache ich nicht mit. Oh Scheiße, ich bin bei den Särgen. Olle Särge und scheiß Kapellen. Nicht mein Ding, weißt du? Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Und wir müssen schlecht. Ich kann ihn gar nicht erstechen. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Gott. Was ist das? Die Tür schon mal zu? Da steht eine 5 drauf. Ich hab ein Geheimnis. Hast du dein Geheimnis gefunden? Hast du in den Sarg geguckt? Guck mal. Ja. Das ist verrückt. Jetzt besser gelassen. Ist das ein Mensch? Also. Ach, das war das Ding mit den zwei Köpfen, ne? Ja. Was zur Hölle ist hier los? Das ist echt mieses Mojo, Alter. Okay, weg hier. Sofort. Weg, weg, weg. Nee, noch nicht weg. Da ist noch ein Sarg zum Reingucken. Hey. Hier steht drauf, ja, Brian Carson. So schnell auf A drücken, damit du da reinkommst, ne? Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff festzuhängen, ist ein blöder Plan A. Wen interessiert's, wer die sind und was die hier tun? Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Prost. Ja. Das sind ja dann ganz schön schwere Schlösser an den Sagen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja. So kann man eine Beziehung auch beenden. Oder auch nicht? Kann ich jetzt mal nicht hin und her gucken in dem Schacht? Ich wollte das Ding nochmal sehen, was mich erschreckt hat. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Nee, jetzt möchtest du nichts in dem Schacht. Interessant. Achtung, ich habe eine große Tür vor mir. Und es pfeift mir den Ohr. Ach, jetzt kommt wieder der Totenkopf von oben runter, ich weiß es. Was ist los? Psst. Psst. Brad fängt auf. Was ist? Ah, was? Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Hä? Können wir einfach hier weg? Da war der Kopf. Aber runtergefallen ist eine Vase. Boah,
warum so blitzeblank? Lou, ein Hinweis. Nein, lass das liegen. Jede Medizin, die wir finden, wird alt sein. Messer aufgehoben. Längst. Nein, ich habe Medizin gefunden. Aspirin. Könnten immer noch helfen. Ach, könnte ich gerade meine Fange brauchen. 4 Jahre Studium und du verschreibst mir 80 Jahre altes Aspirin und sagst bis morgen? Davon wird er aber nicht krank, oder? Jetzt schluckt er das Aspirin auch noch, das 80 Jahre alte. Ach, Kerle, wie junge Hunde. Hast du wieder ein Geheimnis gefunden? Okay. Wir finden diesmal ziemlich viel, ne? Irgendwie schon. Hier liegen Tote im Bett. Oh, Schiss! Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen. Im Ernst, ich halt's nicht aus. Bei mir ist auch ein Kopf. Was ist das denn? Nein, lass das. Das ist doch eklig. Ich hab den Finger angefasst. Hast du das gesehen? Ja, habe ich. Sagt er. Das Schlimmste dabei ist, ich grinse auch noch ein bisschen über beide Ohren. Oh oh. Geiles Bild. Luft schnappen. Bei mir ist gerade ein Geist daher vorbeigelaufen. Bei mir Geiles ist auch eben so ein Bild. Kopf umgefallen. Dann ist eine Tür hinter mir zugefallen. Oh, ich beweg mal die Maus nicht. Mal gucken, was jetzt passiert. Mach mal gar nichts. Eben hat er nämlich kurz umgeschaltet. Okay, er guckt nur. Im Hintergrund sieht man auch nichts. Seit wann hat denn der ein Ohrring? Das sehen. Ich will das sehen. Ich glaube, davon habe ich dir mal einen Screen gemacht und geschickt von dem Ding. Machen kann ich aber nichts. Oh. Oh, da liegt ja noch jemand da hinten. Was zur Hölle? Ist der vor Angst krepiert? Echt gruselig. Ich werde gerade von Zombies angefallen. Ja, viel Spaß. Wie heißt es schön? Ich hoffe, du verreckst. Diesmal nicht. Okay. Der Typ hatte eine Appendizitis. Das ist ziemlich normal. Und dann... Dann starb er an einem fetten Herzinfarkt. Das ist gar nicht so normal. Hashtag nö. Nö. Was? Hashtag nö. Okay. Ich hab Brad gerade nochmal als Geistergestalt gesehen. Oh nein. Ich bin in einem Vorführungsraum. In ah, jetzt bist du. Bandsaal. Jetzt bist du da, wo ich das letzte Mal war. Wo ich mich totgesucht hab. Oh. Conny? Der Raum ist gar nicht groß oder so, ne? Conny, wo eigentlich Mann, nicht, wie bist du? Aber du kannst sogar hinter die Bühne gehen, so viel ich weiß. Ja, da war ein Schalter. Wo ist Conrad? Oh, ich spiel jetzt mal auf dem Klavier. Er ist bestimmt vorgelaufen. Conrad Conny? Ist weg. Der Bruder von ihr. Ja, Brad ist auch weg. Conny! Er hat sich kurz in den Geist verwandelt und dann hat sich wieder die Tür geschlossen. Und bei mir pfeift's schon wieder auf den Ohren. Bei mir nicht. Da kommt einer mit dem Hammer! Oh fuck! Ich hab grad ein paar Mal auf dem Klavier rumgedrückt.
Jetzt bin ich am Klavier vorbeigegangen und jemand hat auf die Tasten geschlagen. Oh fuck, und ich bin jetzt Brad. Es hat geantwortet. Jo, hab ich Geld gemacht. Ich hab das Minigame übrigens geschafft mit der A und D drücken bei den Zombies. Cool. Ich hab keine Lust. Ich schaff das bestimmt nicht. Ich hab bei Brad sogar noch gerettet kurz. Oh, hier liegt schon. Hier liegt so. Oh, hier liegt einer. Oh, der Ärmste. Er hatte Kugel in der Brust. Ah, hier tropft Blut. Oh, nehme ich die Kugel oder lasse ich die Kugel stecken? Weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es stecken. Diesmal lasse ich es stecken. Außer sehr links gedrückt. Du entscheidest lange. Ja, nachher ist es so. Oh shit, was ist jetzt los? Dasselbe nochmal. Selbe Stelle. Ich möchte die Kugel nicht nehmen. Das ist ja das reinste Labyrinth. Das ist das reinste Labyrinth, sagt er gerade bei mir. Da ist dieses Vieh wieder. Ich mach nochmal die Tür auf. Ich bin wieder an derselben Stelle. Ich möchte diese Kugel nicht nehmen. Ich glaube, du musst warten, bis ich durch meinen Raum hier durch bin. Ja, ne? Sehr geehrte Damen und Herren, wir machen mal eine kurze Pause, damit ich nämlich seinen Stream hier bei mir reinholen kann. Damit man mich sehen, was er nämlich tut. Ich habe gerade dieses Teufelsbuch in der Hand, wonach dann alles eskaliert. Ich will das, glaube ich, einfach vor mir wieder hinlegen. So, jetzt können wir wieder bei ihm zugucken. Nein. Nein, ich hab rechts gedrückt. Nein. Jetzt guckst du doch rein. Egal, macht nichts. Ui. Schweigend möge die Kabale. Ach du Scheiße. Pentagramm auf die fünf Spitzen macht erfüllt. Okay. Warum genau Blätter? Ich weiß. Weil du Bock drauf hast. Okay, es sind auch wieder nur zwei Seiten. Gut. Ich wollte das Ding eigentlich nicht anpacken. Ja. Ich habe ja Reste gedrückt, um zurückzugehen, aber nee. Hier hätte ich auch schon reingeguckt. Ich weiß, einmal war hier eine komische Puppe drin, die einen übelst erschreckt hat. Schon nicht den Kopf verlieren. Schnick, ab ist er. Oh oh. Du hast ein Bild gefunden. Ah, da waren die im Wasser am Kämpfen. Ja. Oh, du machst den Strom an. Cool. Nee, ich mach den Vorhang hoch. Den blutigen. oh Gott, die Truhe. Was war das nochmal? Jawohl, ab in den Sarg.
Ah, du bist jetzt hinter der Bühne, genau. Genau. Oh, lol. Ach ja, das war das. Was ist das? Blue. Okay. Nicht in den Sarg gucken. Erst die Tür oder der Sarg? Nicht in den Sarg gucken. Oh. Was hat ein Dichter eben angegriffen? Irgendeine Hand. Oh, du bist draußen? Cool. Einfach frische Luft schnappen. Aber jetzt hat sich halt alles verändert. Oh. Ich hätte nämlich ins Mandschureigold reingeguckt. Ach du Scheiße, wo bist du denn jetzt? Das ist der Raum. Oh, mit dem Zeug drin. Okay. Richtig, das war der Sarg. Und da habe ich halt Vollgas reingeguckt, da bin ich kurz rausgegangen. Und das ist eine Tür. Die will ich halt nicht aufmachen. Das geht nur schief. Die müssen wir aber nachher aufmachen. Ich weiß. Ich habe mir halt einen tiefen Atemzug von Mandschureigold gegönnt. Scheiße! Der Chinese stand hinter mir mit der Waffe. Bist du tot? Nein. So, und nun? Wieso bin ich nicht tot? Hallo? Danke. Okay, ich kann hier in der Leiter hochgehen. Aber da hinten ist die Tür. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Na, jetzt gucke ich mir das Buch nochmal an. Ich muss die Leiter hochgehen. Standard Operating Procedure for Handling Hazardous Chemical. Für die Hälfte nicht lesen kann. Taue sind, Chemikalien sind zu lagern, Schaden nehmen, okay, trocknen und mit zu Chemikalien zu lagern. Interessant. Flatterpizza hat ein Geheimnis entdeckt. Geschrien. Verschwinde! Weiß ich nicht, ich habe nichts gehört. Ich höre das nicht.
Skelette. Skelette. Skelette? Wo ist eurer irgendeine Meinungsverschiedenheit? Sie wollten über die Funktion Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen, ohne Erfolg. 0110, 0120, 0130, 0140, 0150. Bis um 0140 konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht wieder absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich um 0300 wieder melden. Private Cooper. Du solltest ich komme nicht aus dem Saftladen hier wieder raus. Ich sollte das nicht sehen. Ah. Ich habe einen Schraubenschlüssel. Soll ich? Nee, ne? Nein, ich nehme ihn nicht. Diesmal nehme ich ihn nicht. Ich weiß schon, dass ich mir das Messer genommen habe. Je weniger Waffen wir haben, desto besser, glaube ich. Ja. Hier ist wieder der Sarg. Der Sarg ist neu aufgetaucht. Diesmal laufe ich im Blut. Oh. Scheiße! Ich bin ins Wasser gefallen. Oder sonst wohin. Bei mir lädt's gerade. Ich hab keine Ahnung, ich bin einfach woanders. Oder? Nein, doch. Ja, das ist bei mir auch passiert. Irgendwas ist runtergefallen. Wir sind in derselben Ecke. Nichts machen. Nicht zustechen. Nichts machen. Nichts machen. Bei mir ist eben auch was runtergefallen. Hinten schräg rechts. Und du hast irgendwas... Ich hab jetzt kaputzen, Mann, mit dem Stab. Ich hab trotzdem was in der Hand. Nichts machen. Nein, ich mache nichts. Mich auch nicht. Jetzt seid ihr zu dritt, zu viert. Ich versuche wieder zu flüchten nach oben. Du auch? Okay. Ja, ich renne auch nach oben. Fuck. Letztes Mal habe ich dich abgestochen, das weiß ich noch. Ja, ich hatte keinen Schraubenschlüssel in der Hand und hier in der Szene hatte ich aber eben einen. Nicht angreifen. Wieso bin ich im Flugzeug?